In unserer Forschung befassen wir uns damit, die schnellsten Prozesse auf den kleinsten Längenskalen abzubilden und zu verstehen. Grundsätzlich entwickeln wir dazu experimentelle Methoden, die es uns ermöglichen, Filme aufzunehmen von atomaren Prozessen auf sehr, sehr kurzen Zeitskalen. An meinem Forschungsgebiet begeistert mich, dass wir mit neuen experimentellen Zugängen Prozesse das erste Mal sehen können, zum ersten Mal neue Zugänge schaffen können und Dinge erforschen können, die bisher noch nie jemand gesehen hat. Die wichtigsten Fragen in meinem Forschungsgebiet sind sehr vielfältig und reichen von sehr fundamentalen Fragestellungen, wie zum Beispiel, wie die komplexen Eigenschaften von Materialien entstehen, bis hin zu etwas angewandteren Fragestellungen, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, wie Energiewandlungsprozesse in zusammengesetzten Materialien, in Heterostrukturen ablaufen. Was mich besonders interessiert, ist es, neue Experimente durchzuführen und Dinge dabei zu sehen, wie sie passieren.